Okay, die packe ich erstmal hier hin. Munition haben wir. Keine Munition mehr. Ja, okay, dann müssen wir doch jetzt hier Schrot nehmen. Also wir brauchen auch noch, ja, so ein paar sind hier noch. Die werden wir jetzt gleich mal alle machen. Guten Tag, die Herren und Damen. Wo ist der Rest von eurer Bande? Na, sollten wir vielleicht nicht direkt so schießen. Krankenschwester, Krankenschwester. Da hinten ist auch ein... Ah, das ist ein Hirsch. Den schnappen wir uns gleich. Tag, Frau Krankenschwester. Achso, da wollten wir mal gucken, ne? Wegen den Verbänden eventuell. Obwohl, ich weiß gar nicht, was die bringen. Ja, okay, die hat ein bisschen ein paar Pillen dabei. Wie sich das für eine gute Krankenschwester gehört? Haben sie auch ein paar Pillen dabei, junge Frau? Oh, ihr Bein ist leicht defekt. Was haben hier die normalen dabei? Meistens gar nichts, ne? Doch, die hat auch Pillen dabei. Ja, aber wie schon gesagt, diese Pillen, verstoppen die uns nur das Inventar? Bücher? Der Dicke hat ein Buch dabei, ist ja unglaublich. Und du? Auch was? Ist gerade verschwunden. Der Hirsch. Zwei Hirsche? Er ist wie bestellt. Ja. Genau so sieht's aus, mein Freund. Ah, komme ich da jetzt nicht dran? Ah, ja, klar. Lass mich und du lass mich auch. Ja, das nehmen wir uns alles. Das ganze Fleisch, alles unsers. Und da hinten ist der zweite Hirsch. Gucken, wie viel Munition wir noch haben. Ja oder nicht ab? Ah, wunderbar, dass wir jetzt hier so viele Hirsche haben. Guten Tag. Oh, ja, ist er gerade weggesprungen. Ja, ein sauberer Treffer. Hier ist noch ganz viel Gras. Jetzt können wir es nehmen. Das muss man manchmal so wegkloppen. Ja, nicht so schlimm, oder? Wir haben also zwei Hirsche gefangen. Wunderbar. Ja, das haben wir alle schon leer geräumt. Oh, guckt euch das mal an, Freunde. Hier haben die echt schon gewütet. Das gibt's doch gar nicht. Ja, die versuchen sich durchzugraben, ne? Ganz klarer Fall. Da, wo wir gerade sind, werden die immer versuchen, sich durchzugraben. Deshalb machen wir jetzt einfach mal so einen Felsen hin. Einfach mal so wildes Felsengebilde. Stein haben wir nämlich genug. Und da können wir ruhig hier so ein Felsengebilde hinmachen. Wir brauchen Munition. Und da können sie ja dann mal versuchen, sich durchzubuddeln. Okay. Ich wollte gerade auf die Taste drücken, wo ich mir bei Minecraft immer vergrößere. Das geht natürlich hier nicht. So, jetzt nehmen wir uns mal unsere schönen Eisenträger, die wir ja selbst gebaut haben. Also, ne, in einer dunklen Nacht haben wir gesessen und haben uns Eisenträger zusammengedreht, sozusagen. Das kommt weg hier. Zack. Dann können wir es auch alles schön gerade machen oder hier so gestalten wie hier. Die haben, das ist eigentlich schon ganz nett, dass die immer auch mal was wegreißen. Muss ja auch mal was neu werden. Seht ihr, hier haben sie die ganzen Spikes rausgerissen, die wir doppelt gesetzt hatten. Bringt also nur begrenzt viel. Ja, ein paar Reparaturen müssen wir machen. Hier sind sie gar nicht so gewesen, weil ich schätze mal, weil wir uns immer eher im hinteren Bereich aufhalten. So, die kaputten Spikes, die nehmen wir mal weg. Die nehmen wir mal weg. Können wir die Dinger auch wieder, müssen wir die abbauen? Ja, die müssen wir wahrscheinlich abbauen. Die ollen Blechplatten hier, das finde ich mich gar nicht so toll. Ja, hier die ganzen blutigen Spikes nehmen wir auch mal weg. Die müsste man vernichten können, das wäre gut, ne? Wow. Die müssten wir irgendwie vernichten können, hier unsere kleine Pyramide. Seht ihr, hier haben sie gar nicht so viel Schaden angerichtet. Da drin sind ein paar Blocks, die nicht so schön sind. Ich würde sagen, haben wir noch eine Pickaxe. Die haben wir, glaube ich, oben. Wir kloppen jetzt hier nochmal ein paar Bäume weg, um unser Areal hier nochmal ein bisschen größer zu gestalten. Ah, wir haben all unser Werkzeug verloren. Das ist ja auch blöd. Ha. Okay, warte mal. Die aufgebrauchten Spikes nehmen wir mal weg. So, die kommen alle weg.
Auch du und du. Ah ne, die sind ja noch recht neu. Die können wir noch behalten. Ja, hier brennt es lichterloh um unsere kleine Farm, die ja keine Farm ist. Okay, passt mal auf. Ich würde das nämlich gerne hier so fortführen, das Ganze. Und wenn ich mir hier noch eine Leiter hinmache, da können die doch eigentlich nicht hochkommen. Leitern können die doch nicht steigen, ne? Ja, machen wir dann. Machen wir dann nochmal eine Leiter und diesen hässlichen Baum hier, den müssen wir dann auch wegnehmen. Dafür brauchen wir allerdings erstmal wieder eine Schaufel. Ah, hier sind sie schon reingekommen. Mhm, sehr interessant. So, an die Kisten, fertig, los. Hier haben wir noch 38 Scrap Metal und hier haben wir auch noch 6. Und trinken sollte ich vielleicht mal was. Wäre vielleicht gar nicht so dumm. Und hier und die ganzen blutigen Spikes, die können wir alle mal wegpfeffern. Ich trinke erstmal einen Schluck. Moment, da war ja der Tipp. Erst essen, dann trinken. Weil man da immer noch durstig von wird. Gerade von diesem rohen Hirschfleisch hier. Und da wird immer nicht angezeigt, wie viel man hat. Ist noch so ein kleiner Bug. Aber naja, wird bestimmt alles mit einer neuen Version. Und unser einziges Mobiliar ist dieser Tisch. Stuhl. Ja, Freunde. Wir haben eigentlich keine Zeit, um hier lange rumzudödeln. Ich möchte ja ganz gerne mir... Warte mal, wir nehmen mal hier Scrap Metal. Kann man das so aufteilen. Dann machen wir uns hier die schönen Barren von. Hier können wir uns auch noch Barren von machen. Ja, einen, super. Noch einen. Boah, haben wir schon ein bisschen was. Das andere Scrap Metal sammeln wir mal ein. Kleiner Huster, ja, ich schneide ihn hinterher raus. Und aus dem Barren können wir uns jetzt ja hier die Platten machen. Aus den Platten die Dinger. Ach, ich Idiot. Ich hätte vielleicht ein paar Barren aufheben sollen, ne? Naja, okay. Ja, wir haben noch Eisen unten in der Höhle. Das holen wir morgen. Jetzt würde ich sagen, wir haben was zu essen. Wir gehen erstmal los. Und, ich guck mal kurz auf die Map. Wir gehen nochmal ins Dorf. Wir gehen nochmal ins Dorf. Es ist 13 Uhr. Ja, das ist eine gute Zeit. Wir rennen nochmal ins Dorf. Wir sind fit. Wir brauchen unbedingt noch Munition, Freunde. Das geht sonst nicht. Wir brauchen unbedingt Munition. Und da wir uns die nicht selber machen können, müssen wir da Häuser auskundschaften. Ich glaube, ich muss hier so ein bisschen links rüber. Vielleicht finden wir auch unterwegs noch einen Hirsch. Auf der Pirsch, nach einem Hirsch. Hatte ich schon ziemlich oft erwähnt, glaube ich. Mal gucken, wo wir gerade sind. Ja, wir gehen direkt drauf zu. Also da hinten ist der Ort. Und dann werden wir mal sehen, dass wir da im Ort noch ein bisschen was einsammeln. Ist jetzt übrigens auch schon wieder die nächste Folge. Freunde. Wir sind hier unterwegs am helllichten Tage. Oh, das haben wir da drin gelassen? Unglaublich. Echt, haben wir das Auto noch nicht? Da sind sie in der Garage, machen sie kleine Garagenparty, die Zombies. Naja, gut, klar, warum nicht? Ja, das Papier nehmen wir uns auch mal mit. Wir sind jetzt hier gerade natürlich wieder mit vollem Inventar, ne? Kennt ihr ja. Am Müll sammeln. Und ich würde sagen, wir gehen mal da ganz hinten hin. Zu dem großen Steinhaus. Bei dem wir aber auch mit Gewissheit eigentlich schon waren. Was? Hier ist noch so ein Werkzeugschuppen. Da können wir mal reingucken. Okay, schnell raus. Wo seid ihr? Da. Guten Tag. Ich bin eigentlich auf der Suche nach Munition. Aber wenn du schon mal hier bist... Wir müssen Häuser finden, wo wir noch nicht waren. Das ist ganz wichtig. Hier ist ein Bett. Mist. Hier ist auch nichts. Doch, hier ist eine kleine Tasche. Ja, nehmen wir mal alles. Nehmen wir auch alles. Und raus. Die Garage mal ein bisschen durchsuchen. Und das Haus sieht auch noch so aus, als wenn wir hier noch nicht waren. Wir sind ja, ihr wisst ja, auf der Suche nach Munition. Essen lassen wir natürlich auch nicht liegen. Hier ist noch eine Zombie-Frau. Die tanzt gerade ein wenig. Ja, Entschuldigung wegen der Störung, aber... Ne, weißt schon. Wir brauchen Moon. Ja, Scrap Metal nehmen wir auch mit. Ah, da kommt ein Taxifahrer. Mal sehen, was der so dabei hat. Und da hinten steht noch ein verlassenes Auto. Da können wir eventuell auch noch was finden. Ja. Ich gucke mal ganz kurz, ob wir davon schon was im Inventar haben.
Und wenn wir nichts davon haben, dann packe ich mir das immer ein. Also, ihr wisst um unser Problem. Wir haben so ein bisschen Sorgen. Ja, hier waren wir schon. Ja, hier waren wir überall schon. Wir haben so ein bisschen Sorgen mit den, mit der Munition. Und ja, sagt er euch jetzt wahrscheinlich. Ja, nehmen wir mit. Ja, jetzt Sorgen mit der Munition. Hier war. Oder? Schrank. Müssen wir natürlich reingucken. Jetzt sagt er euch natürlich. Er hat Sorgen mit der Munition, aber sammelt alles ein hier und ballert vor allen Dingen rum wie so eine Furie auf Koks. Da habt ihr recht. Oh, die gehen ganz schön schwer kaputt. Sehe ich gerade. Ah, die müssen noch... So ist das manchmal. Ins Klo können wir nicht reingucken. Ah, hier ist eine Kiste. Oh, komm. Oh, Mist. Jetzt habe ich wieder auf Schießen gedrückt. Okay, die kommen gleich hier rein. Ich lade mal nach. Ah, die sind da an der Tür, okay. Guten Tag. Ey, ich brauche Munition. Tut mir leid, ich habe keine Zeit für euch. Ich geh mal hier hoch, auf den Boden. Auf den Dach im Boden. Da haben wir Munition, hervorragend. Boah, Das hat sich gelohnt. Also die Leute haben anscheinend ihre Munition hauptsächlich auf dem Dachboden verstaut. Wo seid ihr? Mist. Schnell raus. Ich muss die Uhr im Auge behalten, das ist ganz wichtig. Und wir müssen Häuser finden, in denen wir noch nicht waren. Da hinten, das ist auch ein recht großes Haus hier eigentlich. Das ist auch ein recht großes Haus. Ich guck mal hier in die Mülltonne. Ja. Und hier sind echt viele Zombies überall. Ich guck nochmal. Ah, hier ist die Tür aber offen. Und Tür offen heißt eigentlich immer, hier waren wir schon. Tür offen heißt, hier waren wir schon. Das kleine hier, mal sehen. Hier liegt noch eine Tasche. Ja. Das scheint eine gute Gegend hier zu sein. Zum Erkunden. Und das gehört immer noch zum Spiel dazu. Ich nehme mir mal die Sofa mit. Ganz einfach aus dem Grund, ja, diese Painkiller brauchen wir eigentlich ganz, ganz selten. Okay, wenn man den unteren wegschießt, ah, das ist gut zu wissen. Wasser können wir immer gebrauchen. Hier ist überall noch Nahrung drin, ne? Ja, komm. Ein bisschen Abwechslung muss die Küche auch bieten. Hier ist eine Kiste. Ah, ach, wunderbar. Also, wir haben schon wieder ein bisschen Munition gesammelt. Ich gehe mal nach oben. Okay, hier ist ein Mülleimer. Scrap Metal. Und ich habe mir leider keine, hier ist auch noch ein Mülleimer. Keine Fackel mitgenommen. Das hätte ich mal machen sollen. Okay, war ganz erfolgreich. Wir haben wieder ein bisschen Munition gesammelt. Hier kommen wir nicht weiter. Hier kommen wir nicht weiter. Ich werde mal hier aus dem Fenster wieder rausgehen. Luft ist rein. Ein Haus machen wir noch, oder? 16.58 Uhr. Ein Haus machen wir noch. Das hier hinten ist eine Garage. Okay. Hier liegt die Tasche, aber ich glaube... Machen wir hier nicht schon? Ah, verdammt. Ich hätte mir ein System überlegen sollen. Das heißt, ich habe mir ja sogar ein System überlegt, aber ich halte es ja nicht ein. Oh. Hier steht ein Sofa. Wartet mal. Ja, komm, egal. Machen wir den leer. Schade, dass man die Rucksäcke nicht aufsetzen kann und damit noch sein... Oh, hier. Yeah. Ich glaube, hier waren wir noch nicht drin, ne? Nachgeladen. Fröhlich nachgeladen. Okay, nee, hier waren wir noch nicht. Das Haus machen wir jetzt noch. Sieht ganz gut aus für uns momentan noch, weil wir leben ja auch noch. Das ist mal sehr vorteilhaft. Was ist das denn für Planken? Und da draußen sind aber schon wieder Zombie-Nauten, die da rumspringen. Oh, hier gibt es einen Keller. Keller ist natürlich doof. Ja, okay. Keller, Keller, Keller. Oh. Boah, hab ich mich erschreckt. Richtig Gänsehaut. Verdammt. Spinnt ihr denn?
Ja, das ist der Nachteil beim Keller. Raus. Okay, dann nehmen wir noch hier die beiden Mülltonnen. Dahinter stehen die alle. Aua. Entschuldigung, ich habe gerade ziemlich doll genießt. Ich bin ein Genießer. Okay, zurück zum Lager. Zurück zum Lager, würde ich sagen. Erstmal wieder in dem Wald. Oh, hier ist alles ruhig. Sind wir auch in der auf der richtigen Seite. Ja. Da hinten ist unser Lager. Da rennen wir jetzt wieder hin. Das war ein Nieser, ey. Den kann ich gar nicht rausschneiden. Da müsste ich ja TNT benutzen, um den rauszusprengen, sozusagen. Wir haben wieder Munition gesammelt. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, es wird uns wieder nicht reichen. Nur wieder ein, zwei Tage. Aber naja, es gibt Schlimmeres. Sehen, dass wir unsere Lichtung wieder finden. Und vielleicht noch den einen oder anderen Hirschmann. Ne, das ist nur euer Baumstuken, den wir 100%... Ah, Glück kann man haben oder heißen. 19. Da haben wir jetzt keinen Platz mehr für. Ich weiß, was wir hier lassen. Ach, die können wir doch als Mülleimer benutzen, die Dinger hier. Das ist doch überhaupt die beste Idee. Mülleimer. Ja, ich weiß gar nicht, ob man die abbauen kann. Das können wir mal probieren. Okay, wir sind jetzt, haben uns ein bisschen verirrt, aber nur ein ganz kleines bisschen. Wir müssen nach da. Ja, in die Richtung müssen wir jetzt gehen, um zu unserem Lager zu kommen. Und ich habe diesen Müllsack nicht übersehen. Aber er soll nicht unser Verhängnis werden, ne? Wir sind in der letzten Folge schon, also in der vorletzten schon gestorben. Wow. Hier haben sie auch schon gebuddelt, die Typen. In der vorletzten schon gestorben. Da können wir jetzt nicht schon wieder sterben. Das geht einfach nicht. Ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und hier haben wir so einen Baumstamm. Und in denen ist mal richtig viel Munition noch drin, ne? Aber dann können wir noch hier unsere Stämme entsorgen. Mülleimer, die nicht, aber hier die blutigen. Und dann können wir nämlich gleich noch ein paar Stämme setzen um unser Lager rum. Oh, Hirsch. Hirsch, Hirsch, Hirsch. Ja, sterb. Keine Zeit. Nehmen wir alles. Oh, Mist. Haben wir das jetzt genommen? Haben wir das jetzt genommen? Nee. Boah, das müssen wir alles mitnehmen. Scheiß Radkappen lassen wir hier. So. Ja, also, die Dummen. Und dann schnell wieder auf unseren Turm drauf, denn die Zombies werden gleich kommen. Es ist noch ein bisschen Zeit. Einen kleinen Moment hätten wir im Grunde noch. Aber ich möchte das nicht ausreizen. Wo geht's denn hier hoch, bitte? Ah, hier hinten. Und dann setzen wir gleich noch ein paar Spikes. Okay, in Sicherheit. Vorerst in Sicherheit. Und dann können wir wieder unten weitermachen. Das alte Spiel. Ihr kennt es ja. Hurra, hurra. Die Spikes. 21? Mehr haben wir nicht mehr? Oder sind das 71? Manchmal kann man die Zahlen ein bisschen schlechter kennen. Also, ne, im Alter. Sowieso. So, und hier kommen jetzt überall wieder Spikes hin. Munition haben wir wieder. Wir haben wieder ordentlich Munition gesammelt. Das ist gut. Ich setze hier wieder Spikes hin, damit die Zombies nicht allzu leichtes Spiel haben. Und morgen und in der nächsten Folge gehen wir dann wieder in die Mine. Und so weiter und so fort. Machen wir nur in Zweierreihe. Mehr schaffen wir, glaube ich, nicht mit den paar Spikes, die wir hier haben. Wir können uns natürlich wieder welche bauen. Überhaupt kein Problem. Kommen wir da hinten auch dran? Ja, doch. Komisch. Aber man muss ganz auf die Kante gehen. Das ist natürlich so ein bisschen ein dummes Gefühl. Ah, okay, jetzt haben wir sie aufgebraucht. Und es ist auch richtig dunkel schon. Okay, wartet mal. Hier die Leiter, die ist Gold wert. Die hat uns schon echt gute Dienste geleistet. Wartet mal. Was bricht denn da zusammen? Das ist was für Müll. Und hier die Kisten muss ich immer alle durch. Das ist alles was für Müll. Das ist ganz gut. Wartet mal. Hier können wir jetzt die beiden Magazine noch reinpacken. Das Magazin brauchen wir erstmal nicht. Da haben wir auch noch richtig viel von. Pistole. Ach so, geht immer nur eine. Alles klar. Dann machen wir uns unten ein richtiges cooles Waffenlager. Würde ich sagen. Cooles Waffenlager. Luftfilter haben wir noch ein. Okay, das sind Lumpen. Brauchen wir die vielleicht? Nee, ne? Ich glaube nicht. Können wir die dazu packen? Hm. Wohl auch nicht. Unsere andere Mopedsäge haben wir unten. Benzinkanister haben wir auch noch zwei gefunden, was ich ganz cool finde.
Und hier haben wir auch noch zwei von den Teilen. Können wir die doch dazu packen, oder? Geht das? Nee. Geht nicht, aber ganz viele hiervon haben wir noch. Ja, ich höre die Monster schon wieder. Ah, hier haben wir noch Spikes. Die sind auch noch heile. Die können wir also sogar noch setzen. Und haben wir noch welche von den Planks? Oh, da ist schon wieder ein Hirsch. Oh, ich drehe durch. Hiervon können wir mal einen halben Stack nehmen. Ja, ich würde sagen, wir gehen runter. Machen das da. Das ist einfach ruhiger. Das ist aber einfach ruhiger. Wir gehen nach unten. Sitzecke haben wir jetzt auch dabei. Was ganz lustig ist. Hoppa. Und liebe Freunde, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Hier in meinem kleinen Überlebens-Let's Play. Also in unserem kleinen Überlebens-Let's Play. Wir werden in der nächsten Folge hier unten ein bisschen weiter ausbauen und mal sehen, dass wir unsere Kistenordnung noch ein bisschen besser organisieren. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal bei 7 Days to Die.